Oi, verbiebsch noch mal. Tja, jetzt ist der Luke leider erstmal entfleucht. Er ist uns entkommen. Ja. Auf der Jagd nach seinem Goldfisch. Ja, Real Life meets Nerd ist immer scheiße. Vor allem, wenn man dann auf einen stößt, der da den Spieß gut umdrehen kann, ne? Yeah. Oh, das war jetzt eine sehr tiefe Höhle. Ich bin 3 Blöcke reingegangen, stand vor einer Wand. Wow. Ja, so wirklich, also Kohle finde ich noch und nöcher, aber sonst ist hier bescheidene Ausbeute bei mir. Ich gucke mal, was haben wir denn? Ah, siehst du, schade, das wäre jetzt noch was Schönes gewesen auch für ihn. Ich hatte dir gesagt, dass es da so was Nettes punkto Amazon und ein Patent in den USA, was hochinteressant ist. Amazon hat sich in den USA den Studioaufbau mit weißer Rückwand zum Fotografieren patentieren lassen. So wie ihn fast jedes professionelle Fotostudio benutzt. Bitte was? Genau. Sie haben Patent eingereicht zum Aufbau von Fotostudios mit weißer Rückwand und Beleuchtung, wie das alles aufgestellt sein sollte. Und wie gesagt, fast jedes professionelle Studio baut genauso seinen Fotoraum auf. Ich bin verwirrt. Genau, und da machen sie sich jetzt natürlich so leichte Gedanken, die Herren der Fotografie, kann ich auch gut verstehen, was Amazon damit mal wieder bezweckt. Achso, du bist wegen was. Eye of Ender mitten in der Landschaft rum. Pferde! Du hast ein Eye of Ender. Ja, lag hier mitten in der Landschaft rum. War schon einer im... War hier schon jemand im Ende? Ich weiß nicht, ob hier wer im Ende war. Aber ich habe Pferde gefunden. Yay! Ja, aber das Eye of... Das ist ein schönes, ist ein schwarzer Zossen und der eine hat sogar weiße Flecken. Sieht aus wie eine Kuh. Ja, wenn ich hab kein Weed dabei. Verdammt, das mache ich jetzt. Du musst sie ja eh tamen, indem du reitest. Die kannst du ja nicht mit Weed tamen. Aber ich habe keinen Sattel. Richtig, das heißt, aber du kannst es Hopp-Hopp-Reiter zusammen machen. Ich kann auch gar nicht aufsteigen. Er lässt mich nicht. Müsste aber funktionieren. Nee, ich versuch's mit Rechtsklick, geht nicht. Er wirrt mich die ganze Zeit an. Weiter versuchen, das ist ein ganz böser Zosse. Vielleicht gehört da auch schon jemand. Nee, dann würdest du auch aufsteigen, wenn er schon jemanden gehört. Wäre auch eine Methode, alle Pferde tamen und dann einfach in der Natur lassen. Ich nehme hier gleich eine Weedfarm an, nur um die Zossen zu kriegen. Aber ich habe auch keinen Sattel dabei. Ja, wie gesagt, du brauchst einen Sattel. Und Weed ist, wie gesagt, das brauchst du da wirklich nicht. Kann man die Sattel eigentlich mittlerweile selber bauen oder muss man die wieder finden? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch gar keinen Sattel. Ich weiß nicht, warte mal, ich kann ja mal kurz gucken. Hendus Delictus liegt ja hier neben mir. Wo habe ich die böse App? Aber ich bin hier am ADW, am ADW. Naja, aber mal gucken. Gibt's inzwischen ein Rezept für Sättel? Nee, kannst du nur in Dungeons finden, in Kisten. Na, juckt. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Also ich habe hier die Kohleberge, glaube ich, aber nichts anderes. Aber wie gesagt, da fragt man sich ja auch, was hat Amazon mit so einem Patent zum Teufel vor, ne? Hart Geld verdienen? Ja, jedes Fotostudio, das das benutzt, überall, ja, stellen sie in jeder Stadt in den USA erstmal jemanden ein. Der alle Fotostudios durchgeht? Ne, die Frage ist, sie haben sich jetzt das Patent da drauf, das heißt, das Patent darauf, das Zeug, ich höre Slime, zu verkaufen oder es zu verwenden? Das Verwenden kann man ja eigentlich nicht patentieren. So. Nein, also den Aufbau selbst, so wie solche Studios eingerichtet werden, den Aufbau dazu, den haben sie sich patentieren lassen. Okay. Und ja, das finden halt, wie gesagt, gerade Fotografen jetzt leicht beängstigend. Ja, das heißt, du kannst ab sofort diese Dinger nur noch bei Amazon kaufen. Nein, wenn du dein Fotostudio einrichtest, ist genauso wie es normalerweise gelernt hast, mal als Fotograf in der Ausbildung machst, können sie dir wahrscheinlich den Arsch runterklagen, weil das ist ja denen ihr Patent. Es geht wirklich nur rein um den Aufbau. Sinnlos, aber okay. Ja, deswegen, was haben die damit nur vor, ne? Nichts so. Gutes, würde ich sagen. Nee, das und so nicht, das glaube ich nicht. Aber das Böse müsste, ist ja wer anders. Das Böse ist ja Google. Nein, das ist das ultimative Böse. Und irgendwann kommt's noch. Die Fusion von Facebook und Google. Der Tag, an dem ich... Dann wandere ich in den Wald aus, in den tiefsten, den ich finden kann. Ja.
Das ist der Tag, an dem ich meinen Account, glaube ich, atomarisieren werde. So, schöne Wälder, schönes Gras, viel, viel Kohle. Inzwischen musste ich die Kohle ja schon zu... Deephole, da will ich nicht runter. Kohleblöcken zusammenklatschen. Die Landschaften, durch die ich hier streife, sind hier alle wunderschön, aber irgendwie... Wunderschön. Eine Wassermelone. Mit schwarze Punkte? Nee, mit gelbe. Ja, habe ich vor kurzem sogar gesehen. Wassermelone mit gelben Punkten. Ich habe gedacht, what the fuck. Okay. Mal was Neues. Ja, was Neues. Haben auch so gelbes Fleisch. Keine Ahnung, ob sie da irgendwie die Honigmelonen mit Wassermelonen gekreuzt haben oder sonst was für Melonen. Vielleicht auch wieder so ein... Vielleicht standen die auch nur ein bisschen zu dicht in irgendwelchem radioaktiven... naja. Weißt, was ich sagen will? Wassermelone, frisch aus Tschernobyl. Ja, ja. So, hallo. Da hinten ist eine kleine Schlucht. Könnte ich ja mal runtergucken. Vielversprechend aus. Inzwischen auch schon wieder Level 26. Meine Güte. Sieht nicht mehr vielversprechend aus. außer Spesen und Eisen nichts gewesen. Ja, hast du ja schon mitgekriegt, dass der Uli Hoeneß jetzt doch nicht dort in das Gefängnis will, wo er rein soll? Nicht? Nein, Landsberg oder wo er hin soll, ne? Ja, ich glaube. Da will er jetzt nicht mehr hin, weil sie dort wohl auch Tag der offenen Tür haben und da das jetzt so in den Medien breitgetreten wurde, sieht er da wohl irgendwie seine Persönlichkeitsrechte angekratzt, bedroht, wie auch immer. Der Knilt ist ein verurteilter Verbrecher, der hat keine Sonderwünsche zu haben. Richtig, man hat wegen aus solchen Gründen keine Verlegung zu beantragen. Da gibt es keine Gesetzeslücke, die das gerechtfertigt. Und wenn er damit durchkommt, würde man zumindest wieder sehen, dass man mit Promi-Bonus doch bevorzugt wird. Ich hoffe mal, dass es abschmettern. Da könnt ihr mich ja wie auf dem Präsentierteller sehen, so ungefähr, ne? Selber schuld. Selbstgemachtes Leid. Richtig. Wenn man keine Scheiße bauen, dann kommt man nicht in den Knast, dann wird man auch nicht vorgeführt wie ein rohes Stück Fleisch auf dem Bazar. Ja, ist so schön. Ich glaube, keiner möchte stellenweise die Steuern zahlen, die unser Vaterstaat lieber hat. Meistens ist es ja der kleine Mann, der am meisten leiden muss. Was ist das Grausamste, was du einem Juristen antun kannst, ihn zu zwingen, das deutsche Steuerrecht zu lesen? Ist das nicht Tierquälerei? Ich weiß nicht, was das zählt, aber... Nichts Gutes, sagen wir es mal so. Ja. So, zack. So, und wieder draußen. Mann, sind das alles hier Mini-Höhlen. Ich erinnere mich da so an einen bestimmten Tag, an dem wir an einem bestimmten Ort eine bestimmte Universitätsbibliothek umgeräumt haben. Wo ich schon gedacht habe, meine Fresse, was steht hier denn alles an Büchern rum? Und ich dann festgestellt habe, dass es 5 Regalreihen nur das deutsche Steuerrecht waren. Yes, da kommt Freude auf. Und mir dann danach absolut klar geworden ist, warum das hier bei uns nicht funktionieren kann. Ja, das Steuerrecht vereinfachen. Oh mein Gott, wie kann man sowas nur fordern, ne? Das wäre ja viel zu was Böses. Wenn da die Leute... Ja. Überleg mal, wie die Leute würden ohne Steuerberater selbst durch ihre Steuern durchsteigen. Oh Gott. Das ist ja schon Blasphemie. Das wäre der Untergang. Hui, so. Kannst du doch nicht machen. Die ganzen armen Steuerberater wären doch dann arbeitslos. Naja, gut. Für Unternehmen sind die trotzdem sehr sinnvoll, weil ich glaube, kein größeres Unternehmen möchte freiwillig selbst seine Buchführung für die Steuer fertig machen. Dafür haben sie halt ihre Profis. Rechnungswesen ist sowieso... Rechnungswesen, Buchführung, das ist so ein Thema da. Sag mir nichts, denk daran. Ich hab's 2 Jahre lang versucht, auf einer besagten Schule neben der, wo wir uns kennengelernt haben, zu lernen und hab's gelassen, weil es mich einfach nur gekotzt hat. Ja, weil es gibt doch nichts Schlimmeres. Ja, wie gesagt, Noten super gut eigentlich, aber nein. Ich hab da ganz nach anderthalb Jahren wusste ich, du willst nichts mit Wirtschaft zu tun haben. Aber das alles, nur nichts damit. Scheiß aufs Geld, aber nichts mit dem Bösen. Ja, und dann kriegst du dann noch sowas Hübsches vorgesetzt im Studium Betriebswirtschaft und Controlling. Ohne Lernen eine gute Note. Ja, halt die Klappe.
Das war ja wirklich so. Also für den einen Part, das war ja mit dem auswendig lernen. Und für den anderen Part, da habe ich den Abend vorher, bevor wir die geschrieben haben, angefangen, 3 Stunden mir nochmal das alles kurz durchgelesen. Das hat völlig gereicht. Ich habe das in der Klausur. Das war ja auch bei dir der Punkt, du hattest das ja alles auch schon mal. Richtig, ich habe da gestanden, nur so. Ich habe mein Chef gefunden, cool. Sehr nice. Och, wie niedlich. Das ist ja putzig und einfach. Oh, Spinni. Ja, komm, Spinni. Ja, komm, Creeper, blast dich da hinten bei der Lava in die Luft. Mach das mal. Na los, du alter Blasebike. So. So, hier arbeiten wir uns. Da, eine neue Höhle. Und ein Zombie. Und noch eine Höhle. Hallo. Gleich ganz toter. Schon wieder eine Möhre. Und da schießt mir einer einen Pfeil in den Hintern. Willst du das mal lassen? Danke. Ich nehme gleich mein Diaschwert in die Hand. Dann geht hier aber die Luzi los, du. Kontrollierte Sprengung. Part 1. Bum, bum, Server down. Hallo, Creeper-Männchen. Nicht die Art von kontrollierter Sprengung. So, nochmal einen Blick nach hinten. Nicht, dass da irgendwas angestiefelt kommt. Irgendwas Creepiges. Ja, vor allem, weil ich gerade was Creepiges hier am Rande eines tiefen Schachts gekillt habe. Der dürfte mich auf jeden Fall gut nach unten führen. Ich sehe Redstone, das gefällt mir. Ich sehe Gold, das gefällt mir. Ich bin auf Lava-Level. Gefällt mir noch mehr. Ich brauche jetzt nur noch Glück und Diamanten. Huch, falsches Tool. Diamonds are Reggie's best friend. Oh, fucking... Yeah. Aber Gold auch. Kohle. Was soll ich jetzt mit der ganzen Kohle nur? Ich baue mir einen schwarzen Turm. Oben auf meine Insel. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen dekadent, oder? Wenn er irgendwann da steht und baut sich aus Kohle einen Turm. Warum nicht? Joa. Sonst habe ich ja meistens keine Kohle. Ganz ehrlich, die Kohle wird ganz schnell wieder nachlassen, wenn ich wieder anfange, Cleanstone und Kram zu brennen. Was das angeht, da brauchst du so viel gar nicht machen. Och. Yeah! Oh, schon wieder voll. Mist. Meine Augen machen bling bling. Okay, jetzt müssen glaube ich erstmal die Knochen dran glauben. Was hätten wir denn noch Schönes? Eieiei. Unser beider Lieblings-Ghost, COD-Teil Ghost. Das erfolgreichste Spiel derzeitig auf den Next-Gen-Konsolen. Ja. Frage ich mich warum, aber okay. Genau, die Frage ist, warum. Naja, ich meine, wie gesagt, an sich ist der Teil nicht schlecht. Die Story ist ein bisschen dürftig. Die Engine ist immer noch Quake 3 von Anno 1600 Schnee. Sie haben haufenweise Cutscenes aus den Vorgängerteilen recycelt. Das Spiel hat mir Spaß gemacht. Ich hab's ja gemacht. Und ja, ich würde es auch zum Zeitvertreib, wenn es nicht so unglaublich so frechheithaft groß wäre, für den effektiv nicht vorhandenen HD-Teil. Ja, da ist eine einzige verfickte Cutscene drinne, die in Full HD richtig geil aussieht. Und der Rest ist, ja. Same as ever. Oh, hallo Creepy Mann. No, ja, da ist ja der Kleine. Und schon ist er tot. Aber ich bin ja mal gespannt, wie sich eventuell das Advanced Warfare macht. Ich bin eher gespannt, wenn es wirklich die Gerüchte stimmen sollten und der Titel, der dann nicht dieses, sondern nächstes Jahr kommt, im Ersten Weltkrieg spielt. Das wäre auch ganz interessant. Das wäre mal was richtig Schickes Neues, muss man mal sagen. Würde mich persönlich sogar ganz gut freuen. Zumal aus dem Bereich ja noch an sich nichts wirklich verwurstet wurde. Ja, wahrscheinlich wird es dann so die Hardcore-modernen Shooter-Gamer eher anpieseln, weil keine modernen Waffen und nix. Das ging ja schon teilweise bei Black Ops los mit ich will mit modernen Waffen spielen und nicht mit diesen alten Scheißdingern. Ja. Du kennst betreffende Person, von der diese Aussage kommt. Kam. Okay, einer von den Bros? Ja. Alles klar. Reicht als Aussage. Reicht als Aussage, glaube ich. So, wieder mal die Kohle zusammengestopft.
meine, zugegeben, man hatte jetzt nicht so die hochmodernen Waffen, aber hey, dafür hat Black Ops seinerzeit, der erste Teil, auch mir effektiv mehr Spaß gemacht als Ghosts jetzt. Ja, also vom Multiplayer mal abgesehen, der Singleplayer macht ja wenigstens noch Spaß. Jo. Aber auch da ist steht hier ein Schaf auf einmal neben mir in der Höhle. Boah, Schafe, Schweine, alles mögliche Getier. Ja, ich habe angefangen Kohle abzubauen. Oh, als ich die jetzt weiß ich, warum hier, glaube ich, eine Enderpearl lag. Aha. Also ein Eye of Ender. Hab da gerade was gefunden. Den zweiten Zugang zum Ende? Nee, einen bereits ausgeleuchteten Zugang zum Ende. Dann war vielleicht schon jemand dort. Mit leeren Kisten. Das könnte unter Umständen der sein, den Glück gefunden hat. Hm. Der auch direkt wieder an einen Minenschacht angrenzt. Na komm. Hallo, hier unten bin ich. Jo, fein, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier jetzt noch irgendwo was abgreifen kann, ist zwar gering, aber man kann es ja mal versuchen. Ah, Silberfische wirst du bestimmt noch finden. Das Einzige, was du nicht finden willst, ne? Es reicht ja schon, dass die inzwischen auch in Bergen spawnen können, in den Großen. Ich bin sowieso schon geneigt, auf der 1.79 stehen zu bleiben, wenn ich mir angucke, dass auf der 1.8 Endermites dazukommen. Mhm. Ja, man muss auch mal schauen. Also, irgendwie bin ich auch fast, also das ist aber meine persönliche Einstellung im Moment, geneigt, dann wirklich mal zumindest mal irgendwie so 3 Monate, halbes Jahr Pause komplett von Minecraft zu machen. Ich weiß nicht, wieso. Ja, so ein bisschen, damit man wieder auch so gänzlich was Neues sieht. Richtig. Weil es, irgendwann ist ja doch mal die Luft raus, ne? Das ist halt so. Ja, irgendwann braucht man mal was Erquickendes, eine kreative Pause. Ja, man ist nicht unbedingt in den Vanilla-Urlaub gegangen, ne? Und, joa. Ja, muss man aber mal gucken. Starbound wäre ja theoretisch auch noch eine Überlegung. Obwohl man da ja sagen muss, mit ihnen, dafür, dass sie da vor 2 Monaten ein Patch eingefügt haben, mit dem sie dann täglich ganz ohne Probleme kleine Updates reinspielen können, ist seitdem herzlich wenig gekommen. Hm. Sheep Rescue! So, jetzt kannst du da wieder rauskommen. So, und ich glaube, wir können mal wieder die Folge beenden. Ja, damit wir nicht wieder maßlos überziehen. Wir sind jetzt schon wieder bei 17 Minuten. Richtig. Machen wir hier mal Feierabend. Vielen Überlegen Dank. Überlegen uns, ob uns noch irgendwas einfällt, über das wir heute noch philosophieren können. Moment, Ghost muss ich durchstreichen. Dann hätte ich noch 1, 2, 3, 4, also ein paar Sachen hätte ich noch. Na gut, dann würde ich sagen, prügel ich hier weiter erstmal aus dem Minenschacht die Schienen raus, weil die kann ich gut gebrauchen. Ich bringe gleich meine Kohle in Sicherheit und in dem Sinne vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.